Als ich noch ein kleiner Junge war, erzählte mir meine Mutter häufig vom Bosporanischen Reich und schon damals wollte ich die Legenden lieber selber lesen. Doch sollte es lange dauern, bis ich selbst anfing, in den alten Büchern und den verstaubten Manuskripten nach Hinweisen zu suchen. Und dann wurde ich fündig. Einst erstreckte sich das alte Reich von dem prunkvollen südlichen Häfen mal anfassen, in denen hunderte Schiffe vor Anker lagen, bis hoch hinauf zu den einsamen und eisig umwehten Bergen des Nordens. Nie zuvor gesehener Wohlstand regierte und doch, die Horus-Kaiser nahmen immer mehr und mehr Land in Anspruch und es kam, wie es kommen musste. Immer größere und immer dunklere Allianzen wurden geschmiedet und schon bald waren die Tempel nicht mehr sonnendurchflutet, sondern von Angst erfüllt. Die Tempel zerfielen zu Ruinen und die Prunkbauten ehemaliger Zeiten wurden langsam zu Skeletten. In den ehrwürdigen Hallen der ehemaligen Könige wurden die Schatten länger. Stimmen wisperten und Albträume erwachten zum Leben. Nichts blieb übrig. Nur Sand und Stein. Doch ein Wind kam auf. Und auch diese dunkle Wolkendecke zog langsam an uns vorbei und irgendwann offenbarte sich der Himmel. Und mit dem Himmel zusammen offenbarte sich das Licht. Und ich hab's gefunden.